Du würdest gerne einen stillen Gesellschafter aufnehmen, weißt aber nicht, worum es sich dabei genau handelt? Oder hat dir jemand eine stille Beteiligung an seinem Unternehmen angeboten und du bist dir nicht sicher, wo dabei für dich die Vor- und Nachteile liegen? Sieh dir einfach das Video bis zum Ende an und wir klären deine Fragen gemeinsam. Stiller Gesellschafter – Definition. Der stille Gesellschafter stellt einem Unternehmen Geld zur Verfügung und erhält im Gegenzug eine Beteiligung. Dabei tritt er weder nach außen hin auf, noch wird er ins Handelsregister eingetragen. So bleibt er absolut anonym. Stiller Gesellschafter eines Unternehmens kann jede natürliche Person, aber auch jede Kapitalgesellschaft werden. Wichtig ist nur, dass ein passender Geldbetrag zur Verfügung gestellt werden kann. Vergütet wird die Einlage des Gesellschafters durch eine Beteiligung am Gewinn. Verwaltungsrechte erhält der Gesellschafter allerdings keine. In der Regel ist es ihm nur erlaubt, die Bücher einzusehen. Vor- und Nachteile des stillen Gesellschafters. Klare Vorteile einer stillen Beteiligung sind: Die Beteiligung ist nicht sichtbar, weil der Gesellschafter nie genannt und auch nicht ins Handelsregister eingetragen wird. Dein Unternehmen kann sein Kapital schnell aufstocken, ohne eine Bank einzuschalten. Die Gewinnbeteiligung des typisch stillen Gesellschafters kann als Betriebsausgabe abgezogen werden. Es gibt kaum gesetzliche Vorschriften, die du beachten musst. Nachteilig ist allerdings, dass dein Unternehmen sich stark abhängig von dem stillen Gesellschafter macht, falls diesem im Vertrag viele Rechte zugestanden werden. Ein weiterer Nachteil bei dem Gesellschafter selbst besteht, wenn dein Unternehmen insolvent ist. Dann verliert der stille Gesellschafter unter Umständen seine gesamte Einlage. Die Haftung des stillen Gesellschafters. Prinzipiell haftet der stille Gesellschafter nur mit seiner Einlage. Er ist nicht verpflichtet, einem Dritten gegenüber Zahlungen zu leisten, sollte das Unternehmen Insolvenz anmelden müssen. Bei einer Insolvenz kann er selbst sogar zum Gläubiger werden, um so eventuell seine Einlage zu retten. Stiller Gesellschafter zu sein, kann sich für dich lohnen. Dein Geld in ein gesundes Unternehmen zu investieren, kann sich für dich durchaus lohnen, denn ein solches Unternehmen erwirtschaftet Gewinne, an denen du dann beteiligt wirst. Wichtig ist allerdings, dass du immer auf einen Vertrag bestehst, der die Konditionen der Beteiligung festhält. Auch empfiehlt es sich, eine befristete Teilhaberschaft zu vereinbaren, sodass du weißt, wann du wieder mit der Rückzahlung der Einlage rechnen kannst. Klauseln im Vertrag. Eine stille Beteiligung sollte immer durch einen Vertrag geregelt werden. Am besten lässt du darin festhalten, dass du als stiller Gesellschafter nicht nur die Jahresbilanz einsehen darfst, sondern auch zwischenzeitlich Einsicht in die Bücher nehmen kannst. So kannst du die Entwicklung des Unternehmens besser beobachten. Eine Kündigungsklausel im Vertrag sichert dir das Recht, deine Beteiligung vorzeitig zu beenden. Auf diese Weise kannst du rechtzeitig dein Kapital sichern, falls sich das Unternehmen negativ entwickelt. Generell solltest du dich vor der Beteiligung gut informieren und beraten lassen, sodass du später keine unangenehmen Überraschungen erlebst. Jetzt weißt du, was einen stillen Gesellschafter ausmacht, wie er haftet und welche Vor- und Nachteile dabei bestehen. Hat dir das Video gefallen? Abonniere unseren Kanal und verpasse keine weiteren Videos. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.